Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. In der letzten Folge haben wir die Mulberry Shore abgeschlossen. Ja, wir haben sie mit B abgeschlossen auch noch, da muss ich mal noch dazu sagen, boah, wieso eigentlich? 9 Züge, ist das wenig? Ich meine, das Beste ist ja A, also ich war schon kurz davor A zu bekommen, was? Das klingt irgendwie gar nicht nach mir. So, jedenfalls, wir haben so viel bekommen und wir haben eine neue Waffe bekommen, glaube ich. Ist das vielleicht ein Flammenwerfer? Weil der hatte ja einen. Und wir kriegen wieder eine Medaille. Geil. Jetzt können wir wieder 10 Folgen warten, bis wir die abholen. Wunderbar. Der D-Day wurde abgeschossen. Gut. あんたがお守りだって言ったんじゃないか。人形のお返しをしなくちゃさ。あんた、何でも欲しいもの言ってみなよ。そうですね。私、ロージーさんの歌が聞きたいです。え?音の歌。はい。歌が好きだっておっしゃってましたよね。ロージーさんの歌、聞いてみたいです。 Das ist gerade der denkbar schlechteste Zeitpunkt. で、さ、飛びたかった。きっと一緒に飛べるさ。 Okay, ich wollte jetzt mit meiner Reaktion und meinem Gebrabbel die Szene jetzt nicht so unterbrechen, deswegen tue ich es jetzt. Nein, warum? Warum ist Sarah? Warum nicht irgendjemand anders von unserem Squad, der es nicht drauf hat? Wie Aika. Ja. Ja, das war jetzt natürlich richtig blöd. Warum musste sie ausgerechnet sterben? Warum? Sie hat doch nichts getan. Sie war doch der wenigste Charakter, von dem man sagen wollte, den will ich tot sehen. Also, so denke ich jedenfalls nicht, aber... Gerade als sie mit Rosie ihre Freundschaft geschlossen hat, Na gut, auf Wiedersehen. Warum?
Ich muss gleich erstmal ragen. Sie war 16 Jahre alt. Ja, war mal ein rührender Abschnitt. Kapitel 12. Der Kampf um Brühl. Neue Episode, Personal, Weaponry, Glossary und so weiter. Ja, oh. Ich glaube, ich werde nach der Aufnahme ein bisschen ragen. So, ich schmeiß mein Mikro und mache es kaputt und kann immer aufnehmen. Und ja, okay. 8 Minuten, wir haben jetzt genug Zeit, um uns auszurüsten und uns von dieser tragischen Szene gerade hier zu erholen. Da komme ich noch mal zum Hauptquartier. Achso, da. Ja, ich hoffe natürlich, die GEMA kommt jetzt nicht irgendwie und später liegt von Rosie. Das wäre ein bisschen blöde. Aber glaube ich nicht. Obwohl, alles kann passieren. Ich weiß ja nicht. Vielleicht wurde da von offiziellen Sänger irgendwann mal gesungen oder so. So, ich gucke jetzt erstmal, ob ich... Obwohl, ich würde lieber in meine Einheiten was investieren, anstatt in einen neuen Auftrag. Auftrag, Befehl. Alter Mann. Okay, Gott sei Dank. Weil Varrod hat ja schon vor der Mission gesagt, falls schon einige irgendwie im Elite-Modus sind, also falls ich schon einige Elite-Einheiten ab, kann ich bei den Flammenwerfer einsetzen. Aber ich habe noch keine Elite. Was ein bisschen blöd ist. Ich weiß noch nicht mal, wie man zum Elite kommt. Ich glaube mal, ein bestimmtes Level erreichen. So gut, dann machen wir mal Scouts und die Shock Trooper und keinen mehr. Die Ingenieure, okay. Kriegen wir 3 auf Level 10, was auch immer das bedeutet. Level up. Jetzt seid bitte Elite. Ich wusste gar nicht mehr, dass das gibt, ganz ehrlich. Ich habe einen neuen Befehl, geil. All Units Attack. Und nix hat es gemacht. Boah. So ein Dreck. Also, wir müssen trainieren. Also heißt es nicht. Nee, brauche ich nicht. Habe ich nicht nötig. Nee. Vielleicht tun wir unseren Squad noch ein bisschen umändern. Weiß ich noch nicht. Ich mache erstmal Panzer. Edelweiß, natürlich. Jawohl, lieber erst die Einheiten. Einheiten. Danke. Erstmal Verteidigung wieder.
oder auch nicht. Verteidigung oder auch nicht. Auch nicht. Accuracy, das brauchen wir. Wir haben eigentlich verdammt viel, ne? Firepower, ja, warum sollte ich nicht Firepower einsetzen? Was macht denn der andere? Keine Ahnung. Ich gehe lieber auf Firepower erstmal. Mit einigen Dingern. Blöd, jetzt muss man ja merken, immer. Was genau die machen. So, dafür. Wir sind dafür Scouts und Medics, Medics, Ingenieure, deswegen guck ich mal. Accuracy, mach mal Accuracy. Nee, warte mal. Mach mal Edit Effect, glaube ich. Weil das hat es eigentlich gebracht. Zurückblickend betrachtet. Und die Sniper bekommen natürlich Accuracy. Damit sie es auch bringen. Dann haben wir noch ein bisschen Geld für die Shamrock oder die Edelweiß. Also die Edelweiß. Wie viele brauche ich eigentlich noch hier so? Ja, genau. Dann tue ich aber nicht hier für jeden Charakter einzeln irgendwie, keine Ahnung, eine Waffe oder so aufleveln. Ich tue einfach für jede Klasse direkt Dinge aufleveln. So, hier kann ich mal ein paar Sachen machen. Critical Defense. Ich mach mal Upgrades hier so. Zeit und so, alles. Ammo brauche ich nicht. Also verteidigungsmäßig brauche ich eigentlich nichts. Und Maschinengewehr benutze ich sowieso nicht. Dann tun wir mal das hier. Dann tun wir die gleich nochmal ein bisschen neu ordnen, finde ich. Weil irgendwie greifen sowieso nicht viele Leute die Edelweiß an, habe ich so das Gefühl. Nein. Was? Konnte ich auf einmal mehr da? Warte mal. Ja, holen wir erstmal für Shamrock noch was. Steel Upgrade, Body Defense, brauchst du nicht. Firepower, hast du nichts. Drive System. Keine Ahnung. Steel Upgrade hier. Ach, das ist ohne Block. Okay, gut. Ist noch besser dann. So, dann tun wir mal. Wie kann ich denn das Ding jetzt hier? Ah, okay. Nee, doch, hier. Warum habe ich so viel auf einmal? Also, tun wir erstmal alles entfernen. Fangen von null an. Gucken mal, was wir am meisten so brauchen. Verstehe ich nicht. Edelweiß 2, warum das denn? Egal. So, was haben wir denn hier alles? Erstmal alles hier so Accuracy und so weiter alles. Weil Verteidigung ist jetzt nicht so notwendig. Monocle Sight, ja. Extra Magazin, was ist das? Ammo, ja, was Ammo? So. Threat HP. Erstmal mit AP hoch, das wäre doch gut. So. Mal hiervon alles noch so. Mein Gott, was? Und hier noch so ein Ding und das Ding, ja. Na, so ist auch gut. So, wo ist die Shamrock? About the Shamrock. The Trolls are top Zerkers Shamrock can be outfitted. Wieso lege ich es auf Englisch vor? Man kann drei verschiedene Waffen machen. Anti-Panzer, Mortars, sowie die Edelweiß und eine Maschinengewehr. Du hast Single Armor oder ein Flammenwerfer. Der einige Gegner ummetzeln kann. Ah, okay. Da hätte ich lieber anstatt Gatling Gun. Was? Ach so, okay. War ich Idiot. Anti-Armor Around.
Ach, ich kann nur eins immer. Verdammt. Wie weiß, wenn ich ihn damit einen Flammenwerfer ausrüste? Oder eine Gatling Gun? Aber ich glaube nicht, dass ich mit der irgendwie. Ja, ich benutze einen Flammenwerfer am besten, genau. Weil dann. Ich glaube nicht, dass ich mit der hier angreife, weil die Dingens, die Edelweiß hat schon genug Firepower, deswegen brauche ich nicht noch ein zweites Dingen. Wow, brauche ich ganz schön lange für die Dinger hier. Gucken wir am besten nochmal in unseren Squad rein. Weil neue Leute sind. Weil wir gehen zur Audienz halt und tun uns Leute. Leute? Medaillen. Irgendwie. Ich glaube, die Szene mit Sarah schafft mich. Von allen musste ausgerechnet sie sterben. Okay, kennen wir alle schon. Haben wir schon mal alles gesehen irgendwann. Eine neue Pistole. Da könnte ich auch mal reingucken. Ach ja, als ich letztes Mal zum Titelmenü gegangen bin, dann durfte ich mir die ganzen Audienz-Sachen nochmal angucken. Da habe ich irgendwie andere Waffen bekommen als beim letzten Mal, als ich das aufgenommen habe. Ja, irgendwie merkwürdig. So, jetzt gucken wir mal unter Squad-Baracke oder Kommando rum. Ja, tun wir mal ein paar aussortieren und neue Leute einsortieren, falls das noch geht. Oh, einige neue, okay. Wen haben wir neu? Juno. Okay. Ein Scout. Nils. Ach ja, genau. Ein Panzerabschuss-Dingenskirchen. Okay. Wen tun wir mal auswechseln hier? Mit meinem Panzer. An die Panzertypen bin ich schon zufrieden. Das ist schon das beste Trio hier, finde ich. Nicht von den Werten, aber von denen, die ich haben will. Juno, wen möchte ich denn für Juno vielleicht weg haben? Weiß ich nicht. Frasier, dich benutze ich irgendwie nie. Habe ich so ein Gefühl. Nein. Na, Juno, komm du mal rein. Vielleicht hast du jetzt ja drauf. So, vielleicht noch jemanden irgendwie. Wer enttäuscht mich hier denn und wen benutze ich nicht oft? Eigentlich nicht. Ja, die Sniper, ich kann eigentlich alle Sniper ausnehmen, weil die jetzt nicht bringen. So, dann gucken wir uns nochmal die Ausrüstung an. Verändern hier noch ein bisschen was. Oder Ausrüstung umändern, das ist voll nervig. So, Alicia. Was du denn? Du hast jetzt das Ding, das einen Effekt hat, ne? Ach, das ist so eine Dingens, okay. Was, die ist ja viel besser als. Okay. Ich glaube, du bist mehr so für Schaden, ne? Ja, mach mal das. Ja, das ist immer blöd, da tust du dich einmal vertan und dann tust du die gesamte Gruppe damit ausrüsten. Das ist nervig. Da alle haben die Gallien X-Dingens ausgerüstet. Ja, du hast das, was mehr Schaden macht, ne? Wow, was? Okay, du bekommst das hier. So, Kevin, du bekommst auch das hier. Du brauchst natürlich das Stärkste, hallo. So, was haben wir hier an den Dingern? Mehr Dingens, okay. Dann weißt du was hier? Wenn ich auch die ganzen Waffen sehe. Herbert und so. Er braucht eigentlich nur so extra Dinger, glaube ich. Oh, was?
Range. Wow, das ist ja richtig gut. Nimm dort mal. Ich tue jetzt aber nicht alle Charaktere hier umrüsten. Paar müssen ja nicht alle hier diese Effektdinger nehmen. Du kannst das nehmen. Du kannst hier, was weiß ich, das hier nehmen. Warum wird hier jetzt nicht? Egal. Du nimmst, keine Ahnung, das hier. Du nimmst, keine Ahnung, das hier. Bringst aber auch voll die Dinger. So, da war es kein Bock mehr. Hab keinen Bock mehr aufzunehmen. Ich nehme jetzt hier irgendwie schon 7 Folgen am Stück auf. Na gut, dann würde ich sagen. Personal, okay. Würde ich mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es weitergeht mit Let's Play Valkyria Chronicles. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.